Hello, liebe Freunde, oder Alaf, wie man in Köln sagen würde. Wir müssen ja sowohl Düsseldorfer als auch Kölner unter einen Hut hier bringen. Wir sind ein emanzipiertes Let's Play. Heute ist Karneval in Portia. Zumindest ist etwas, was man mit Karneval vergleichen könnte. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es losgeht. Kann ich das gerade irgendwo sehen? 10 Uhr, alles klar. Das heißt, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit, hier eben einmal einen kleinen Kontrollgang vorzunehmen. Hier läuft ohnehin noch alles. Hier auch, alles klar. Ist wirklich ein relativ kleiner Gang gewesen. Wir geben die Quest gleich schnell ab. Und sortieren noch die Sachen kurz ein. Heute haben wir wieder ein bisschen Honig und Äpfel bekommen. So, hier Zutaten. Achso, der Honig kommt auch noch hier rein. Gummifrüchtchen. Der Honig. Und, ach ja, ein bisschen Holz haben wir noch. Sehr nice. So, dann würde ich sagen, auf geht's. 2 Stunden, bis die Feierlichkeit des Reisestandes beginnt. Achso, doch, ich habe ein Sofa abgegeben. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts abgegeben. Hi. Guten Tag, hier für dich. Danke, was eine große Hilfe. Delete. Ja, ich muss noch mal kurz hier rein. Und schauen, ob es hier irgendwelche schönen Aufträge gibt. Oh, was ist das denn? Wir brauchen hier dringend 2 fortgeschrittene Textilmaschinen für die Stadt. 5062, das ist natürlich ein richtig geiler Auftrag. 2 Kupferplatten, 6 Wandlampen, 2 kleine Schultertaschen. Nein, wir nehmen natürlich diesen hier. 2 fortgeschrittene Textilmaschinen muss ich machen. Ich glaube, die waren nicht so schwer, wenn ich mich entsinne. Uhr geht's los. Ich habe noch kurz Zeit. Der macht erst nochmal wieder ein bisschen Blabla. Das reicht noch, um hier zumindest schon mal die Textilmaschine reinzuziehen. Wo war sie denn? Eine fortgeschrittene Textilmaschine. Bronzerohre, Schaltkreise, Stahlplatten. Ach, das ist ja ganz easy. 4 Stahlplatten, 3 einfache Schaltkreise. 4 Stahlplatten. Ich mach mal direkt. Können wir direkt doppelte Menge rausholen. 3 einfache Schaltkreise. Nein. Also 6. Das waren 5. Was brauchten wir noch? 4 Bronzerohre in Summe. Ja, guck mal. Ist doch kein Ding. Dann kann ich das sogar noch vor dem Start des Festes erledigen. So, einmal tauschen. Schwupps. Und das Ganze nochmal. 1 Stunde, dann geht's los. Jawohl. So, 2 einfache Textilmaschinen. Momentan stehen sie eh alle auf dem Marktplatz. Das heißt, da kann ich es ganz easy going abgeben. Bei dem Antoine. Hi. Na? Das ging schnell, welch ein effizienter Handwerk. Ich habe das doch heute Morgen erst frisch ausgeschrieben. So schnell können wir mal eben 5000 Gold verdienen. Die Ginger ist ja nicht dabei. Das wäre auch sehr merkwürdig, wenn die hier rumrennen würde. Und Pferdchen, du gehst bitte mal zurück nach Hause, weil ich glaube, du würdest hier nur stören. Oh, der Ack macht auch mit. 97 Jahre her. Recht, zieht er eigentlich mit? Und was ist, wenn wir Jahrhundert hier erreicht haben? Mal gucken, was ich diesmal alles für schöne Sachen kriege. Boah, wir fangen Geschenke!
Boah, das sind meine, alles meine Geschenke. Na komm her. Weg da, weg da. Oh, das ist ein großes. Oh, geil, Energiesteine. Und ein Füller. Endlich einen neuen Stift. So, mal gucken, wann kommen die nächsten. Süßes oder saures? Nee, das war Halloween. Alaf? Hello? Hallo? Irgendwas? Oh, da kommen sie! Oh, zwei Ballons, geil! Komm, schmeiß schon! Schmeiß, schmeiß! Na komm schon, ich weiß, was du willst. Oh ja, Geschenke. Vor allem die Kinder werden wahrscheinlich einfach zertreten oder sowas. Er steht da ganz entspannt. Oh, da ist ein Geschenk geflogen. Da. Oh, Verbesserungstool. Geil. Und ein Apfel. Der ist ganz matschig jetzt, aber egal. Feines Fell. Und was? Ein Vogelnest? Weiß gar nicht, was ich da immer... Oh, noch ein Vogelnest. Ja, geil. War's das? Warum habe ich Sand im Inventar? Warum habe ich da Sand im Schuh? Oh, da kommt noch mehr. Oh, einen geilen rosa Regenschirm. Ne, jetzt liegt er noch da draußen. Oh, da ist das Special-Geschenk, glaube ich. Oder? Was ist das da oben? Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Ich glaube, das ist einfach nur Dekoration. Ja, wollen wir noch ein Foto machen? Natürlich, ein Gruppenfoto. Jeez. Oh Gott, ich sehe sehr adrett aus. Gut, dann würde ich sagen, mal gucken, was wir so schönes gefangen haben alles. Geröstetes Fleisch. Okay, gut, das können wir erstmal hier unten mit hinpacken. Buff hinzufügen, GP plus 15 pro Sekunde. Können wir erstmal so. Alles klar. Wir haben Sand, Verbesserungstool, Aroma, Apfel, feines Fell, Vogelnester. Hey, cool. Haufen Federn und ein paar Eier. Billige Limo. Zitronenlimonade. Weißt du, warum läuft das was rein? Fotoalbum. Mhm. Hey, ich habe noch einen Blumenteppich. Ballon zur Dekoration verwendet. Wird von Kindern und Erwachsenen überall geliebt. Ja, natürlich. Exquisiter Füller. Weißt du was, ganz ehrlich? Dann laufe ich doch mal eben zu meiner Angebeteten und schenke dir etwas. Den ganzen Rotz kannst du doch... Wirst du doch sonst nicht los. Weißt du, kriegst du nur Mist. Wenn du wenigstens nützliche Sachen finden würdest, aber... Vogelnester, Äpfel. Warum tun Menschen so etwas? Ginger, bist du zu Hause? Sie ist nicht da. Gut. Ginger, wo bist du?
Ich wünschte, ich könnte mein Pferd jetzt wieder rufen. Ist sie jetzt vielleicht hier bei? Dass sie dazugekommen ist? Ah ja, sie ist dazugekommen. Alles da mit ihrem Regenschirmchen. Hi. Na? Recently, I finished reading My Way Home again. Ja, okay, das hatten wir schon einmal von ihr gehört. Ich schenke dir... Was willst du denn, Kätzchen? So ein Regenschirm vielleicht? I like it. Thank you. You don't have to bring me any gifts, though. Okay, wir haben plus 4 aber bekommen. Das ist schon mal ganz nice. Das heißt, ihr hat scheinbar wirklich gefallen. So andere Sachen, das... Ich meine, das ist... Ach komm, wir verkaufen die Sachen. Hier so ein Füller und Ballon und... Den Teppich können wir nochmal aufheben. Mal so ein Fotoalbum. Talisman. Was soll ich damit? Die Limos. Die verkaufe ich auch. Ich meine, diese ganzen Buff-Foods und so weiter, die nutze ich sowieso nie. So, dann hier, kurz verkaufen. Also hier komische Kröte. Wenn der Marktpreis im Moment nicht so dolle ist. Okay, so, die Limonade, die kann ich doch bestimmt hier verkaufen, wo es Essen gibt. Ja, natürlich. So, ich sollte vielleicht einfach mal zwei auswählen, anstatt dass ich ihn einzeln verkaufe. Okay. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Immerhin etwas. Und dann können wir uns ja jetzt endlich mal unsere Recyclingmaschine ransetzen, würde ich sagen. Hier noch ein bisschen Stoff einsortieren. Hier so ein Blumenteppich, den können wir auch hier reinpacken. Ansonsten hier die Energiesteine. Die anderen Sachen, Federn und so ein Zeug. Wo habe ich die Sachen denn? Vor allem auch noch Sand und solche Sachen. Die habe ich, auch noch hier im Inventar. Sand kommt erstmal hier rein. Federn. Wo sind Federn? Hier sind Federn, okay. Ein Verbesserungsset. Das müsste eigentlich hier mit rein. Ach ja, ich habe hier noch das Brillenglas. So. Ich brauche bald eine neue Kiste wieder. Für Crafting-Sachen. Ich könnte natürlich auch mal so Sachen wie Stahlplatten und sowas, was wir relativ häufig brauchen, hier von unserer Montagekiste packen. Damit ich nicht immer so lange blättern muss. Und nein, die Sachen immer relativ schnell finde. So eine Recyclingmaschine. Wir brauchen dafür 10 erhärteten Lehm, 5 Stahlplatten, 4 industrielle Motoren. Also, 10 erhärteten Lehm, 5 Stahlplatten. 5 Stahlplatten und 10-mal erhärteten Lehm. So. Und dann noch 4 industrielle Motoren. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, welche Komponenten der mit den Sachen baut, aber naja, egal. Okay, wir haben 9 Stück insgesamt, also fast die Hälfte an alle unserer Motoren müssen wir hierfür verbraten. Und das Interessante ist, das ist ja erstmal nochmal fürs Museum. Uah.
Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal machen. Ist nicht so dramatisch, können wir machen. 10 Erde und Lehm, 5 Stahlplatten. Aber es sind halt teuer, die Sachen. Ich brauche dringend wieder neue Stahlplatten. So, und dann nochmal 4 industrielle Motoren. Dann haben wir nämlich noch einen einzigen. Das ist wirklich so mit Hängen und Würgen, so gerade eben. So. Was, oh Gott, wo stelle ich die denn jetzt hin? Kann ich hier vorstellen. So, was macht die denn? Gegenstand recyceln. Okay. Habe ich denn irgendwie was, was ich recyceln kann? Knappzeichen. Ich kann ja mal so ein Landpflegedatenschiff. Kann ich so einen vielleicht recyceln? Gegenstand kann nicht recycelt werden. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich recyceln kann. Kann ich hier vielleicht Sachen von recyceln, die ich nicht mehr brauche? Sowas wie zum Beispiel... vielleicht so eine einfache Nähmaschine? Kann ich sowas recyceln? Dieser Gegenstand kann nicht recycelt werden. Okay. Aber was kann ich denn überhaupt recyceln? Muss das dann da stehen? Ist recycelbar oder? Guck mal, aber steht hier auch nichts. Was ist mit dem Ding hier? Kann ich sowas recyceln? Wahrscheinlich auch nicht. Ah, doch, das kann ich recyceln. 10 Carbonstabern, 2 Teile. Ja, fertig, machen. Nice. Das ist ja super. Dann kann ich die Sachen, die ich nicht brauche, direkt wieder entsorgen. Cool. Lagerung kriege ich auch noch raus. Was habe ich denn hier noch so Schönes? Hier so ein hölzernen Brückenkopf. Ich kann auch nochmal probieren, so einen Töff-Töff-Transporter wegzumachen. Ja, kriege ich jetzt nicht so viel raus, aber... oh, geil. Das finde ich ja nice. So, hier... oh Gott. Naja, da kriege ich so viel Kram raus, dass... lass ich besser mal. Ich weiß gar nicht, wo ich den sonst hinpacken soll, alles. Okay. Ich muss jetzt nicht zwingend alles recyceln, aber ich habe zumindest schon mal... achso, ich kann die Sachen hier genauso gut eben einsortieren. Zumindest weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Und es ist sehr nice, dass das so geht. Wir kriegen nicht mehr alles wieder, aber wir kriegen immerhin was wieder. Auch so alte Teile, die man immer gebrauchen kann. Das ist schon praktisch. Auf jeden Fall. Dann müssen wir bei Gelegenheit mal wieder was ins Museum bringen, weil die zwei Sachen, die wir jetzt gebaut haben, die dienen quasi noch dafür, um das nächste Reward zu bekommen. Großes Aquarium haben wir alles schon gebaut. Okay, industrielle Nähmaschine von Carol ist tatsächlich das nächste. Und dann kommt schon der Bohrer. Ansonsten habe ich erstmal alles gebaut, was ich bauen kann. Und dafür brauchen wir sogar wieder 3 industrielle Motoren, die ich mir erstmal wiederholen muss. Industrielle Nähmaschine. Und ich muss Stahlplatten anstellen, ganz wichtig. 12 Stück kann ich machen. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir die auch mal direkt rein. Benzin aufgebraucht. Dann ist das ja auch gleich fertig. Ich mache schon mal meinen abendlichen Rundgang.
So. Glas ist auch bald fertig. So. Warten wir nochmal eben schnell hier rauf. Darauf brauche ich nicht warten. Edelalu. Ich überlege gerade, ob ich mit der Nähmaschine schon anfangen soll, tatsächlich. Ich habe halt, ich glaube, nicht alle Komponenten zusammen. So, da habe ich noch ein bisschen Glas, ein bisschen Zinnlegierung. Ja komm, weißt du was? Ich kann es schon mal reinwerfen. Industrielle Nähmaschine. 7 Stahlplatten habe ich noch nicht. Hartes Aluminium. Wo kriege ich denn hartes Aluminium überhaupt her? Hier nicht. Hier kriege ich hartes Aluminium her, aber ich habe noch 29 von den Edelalu, die hier am Worken sind. 21. Okay, das dauert noch 2 Tage. Ja, pass auf, dann da breche ich das auch nochmal erst ab, bis ich die Komponenten dafür habe. Nur ich wollte jetzt erstmal Edelalu machen. Da und da. Okay. Ja, ansonsten, was ist denn am... Welche Quest noch? Nee. Der Bürgermeister hat dann noch Geburtstag, aber ansonsten ist dann erstmal diesen Monat nichts weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir heute einfach mal ein bisschen eher schlafen. Machen wir heute mal ein einigermaßen pünktliches Folgenende, nachdem wir die letzten Male immer so ein kleines bisschen Überlänge hatten. So, und dann würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Und was machen wir dann? Wir können nochmal wieder eine Quest mit erledigen, das ist klar. Carols Nähmaschine machen wir, den Bohrer bauen wir auch noch. Das sind die letzten beiden Sachen, die noch fehlen. Vielleicht gehen wir nochmal wieder in die Mine. Vielleicht, ja gut, ich könnte mir vorstellen, vielleicht gehen wir nochmal wieder ein bisschen Monster kloppen. Dass wir einfach nochmal so ein bisschen erdeten Lehm und solche Sachen farmen. Wir brauchen auch noch wieder verbesserte Motoren. Ich weiß gar nicht, ob ich die in der Ingalls-Mine auch bekomme oder ob ich die nur in der Klärwerksruine bekomme. Dass Ingalls-Mine quasi schon zu gut ist für verbesserte Motoren. Oder nicht verbesserte, die industriellen Motoren. Die verbesserten kriegen wir ja, aber industrielle meine ich. Wir schauen einfach mal in der nächsten Folge. Und bis dahin, liebe Freunde, sage ich mal, danke fürs Zusehen und ciao, ciao.